Der Fahrradverkehr boomt in Deutschland und natürlich wollen die Fahrradfahrer, wenn sie längere Distanzen zurückzulegen haben, auch mit der Bahn fahren. Einige nehmen ihr Fahrrad mit, andere wollen es gerne abstellen am Haltepunkt. Beides ist stark am Wachsen. Wir haben überproportional viele Fahrradticketverkäufe im vergangenen Jahr erlebt. Aber wo der größte Engpass, glaube ich, ist, das sind die Stellplätze. Die Städte sind gefordert, hier sichere Fahrradstellplätze anzubieten. Aber es wollen auch immer mehr Menschen Fahrräder ausleihen, sei es Urlauber oder auch Pendler. Das ist der zweite große Infrastrukturpunkt, wo die Städte gefordert sind, diese Stationen einzurichten, mit Kooperationspartnern dafür zu sorgen, dass es da ein attraktives, vernetztes System gibt. Und ich glaube, wenn hier infrastrukturseitig in den nächsten Jahren eine Menge passiert, dann werden wir noch ganz andere Wachstumsraten erleben bei der Verzahnung von Fahrrad und Bahn, die ja eigentlich zusammengehören, weil es zwei sehr umweltverträgliche und auch sehr soziale Verkehrsmittel sind und die eben auch flächensparend Mobilität in den Städten ermöglichen.